Dann die zweite Premiere. Es ist einfach das Stück von Paul Taylor am Anfang, und er hat ja gesagt, später hat er es zurückgenommen, dass er es zu 9/11 oder aus diesem Grund kreiert hat. Und es hat auch eine unglaubliche Kraft, einerseits im Zerstörerischen, andererseits auch im Aufbauen. Es ist wie ein Granitblock, es ist wie ein Monolith, der da lastet und gleichzeitig aber auch ein Licht, eine Wiedergeburt draus wird. Andererseits eine Reduktion und eine Modernität, nicht nur im Bewegungsvokabular zeigt, die mich sehr an eigenartigerweise auch an gewisse Werke von Hans van Manen erinnert haben. Auch in der ästhetischen Auslegung, nicht im Sinne von gleiches Vokabular, gleicher Content, das meine ich nicht, aber im Weglassen, in der Direktheit der Aussage. Und am Schluss ist dieses verspielte, augenzwinkernde Bo von Mark Morris, diesem doch unvergleichlichen Tanzschöpfer, der früher ja mal ein ziemlicher Punk war und Rebell, und der auf so leichte Art und Weise mit diesem Thema Männer und Bos, eben Schönlinge, umgeht, die dann irgendwann, weiß man nicht, auch Engel sein könnten und dann wieder Kavaliere, dann auch wieder halt in den Klischees daherkommen. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man ist das für mich auf der anderen Seite einfach sehr erfrischend, dass man, ohne zu tiefschürfend zu sein, einfach auch die Männer unbelastet darstellen darf, wie sie auch sein können, ohne dass man jetzt irgendwie da überkritisch ist. Das ist einfach, und gleichzeitig ist es ein, wie immer bei ihm, ein hochmusikalischer Ansatz, mit Musik und Bewegung umzugehen. Das ist so der äußere Kreis dieser Premiere, und der innere Kreis sind zwei Miniaturen zu zwei gigantischen Kompositionen. Das ist Lontana und Ramification von Ligeti. Klein besetzt auf Spitze, also on point, ein Solo und ein Stück Lontana für zwei Trios, die, denke ich, da einen Kern bauen und setzen, der diesen Rahmen nicht auseinanderdrängt, sondern eigentlich einfach noch in einer Komponente erweitert.